Heute ist endlich Heiligabend und die Frage von heute, die kannst du beantworten bis zum 26.12. um 24 Uhr. Homer hatte mit Tom Heiligabend gefeiert und die beiden Freunde hatten sich wieder versöhnt. Tom erzählte Homer auch endlich, dass er ihm das Gift geschickt hatte. Einerseits war er wütend auf ihn gewesen, weil er Amanda mit seinen naturheilkundlichen Methoden so beeindruckt hatte, dass sie der Schulmedizin skeptisch gegenüberstand. Andererseits fehlte ihm sein Freund, der ihm früher mit gutem Rat beiseite gestanden hatte. Tom hatte seine Pläne geändert. Es gab tatsächlich niemanden, dem er die Schuld geben konnte. Homer saß nun am Abend in seinem Hotelzimmer und skypte mit Eva und Annette. Sie waren sich am Ende einig. Schulmedizin und ganzheitliche Medizin können zusammen und nebeneinander existieren. Wichtig dafür waren Offenheit, Lernbereitschaft, Wissen und Kompetenz. Jeder muss seine Grenzen kennen. Liebe Teilnehmer und Freunde von Evidia, liebe nette Menschen, ein arbeitsreiches, erfolgreiches Jahr neigt sich dem Ende zu und nun kommt die Zeit der Besinnlichkeit, des geselligen Beisammenseins und der Selbstreflexion. Stresst euch nicht mit Weihnachtsbesorgungen, dem Fünf-Sterne-Menü oder Auseinandersetzungen mit den Schwiegermüttern, obwohl es auch sehr viele nette Schwiegermütter gibt, sondern genießt die Zeit der Ruhe mit dem Platz zum Träumen und die Zeit mit euren Lieben. Streift einfach Ballast ab und zentriert euch, lasst die Seele baumeln. Ich wünsche euch ein fröhliches, unbeschwertes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein aufregendes Jahr 2020. Liebe Freunde, frohe Weihnachten. Das wünsche ich euch auch. Und ich freue mich, euch im nächsten Jahr wiederzusehen und zu hören.